Der Tag der Auferstehung wird sich anfühlen wie 50.000 Jahre. Ein Tag wie 50.000 Jahre. Stellt euch das vor. Die Sonne kommt näher. Die ganze Menschheit sucht nach Ibrahim a.s. Sie gehen von Adam zu Nuh, zu Ibrahim. Sie suchen und sind verzweifelt. Wo ist Ibrahim? Wer hat Ibrahim gesehen? Wer kennt Ibrahim überhaupt? Wo ist er? Und die Sonne kommt näher. Stellt euch diesen Tag bildlich vor. Und sie finden ihn. Und sie gehen zu Ibrahim. Und sie sagen, du bist der Prophet Allahs und sein Freund aus den Bewohnern der Erde. Kannst du bitte ein Wort für uns bei deinem Herrn einlegen? Siehst du nicht, in welcher schrecklichen Situation wir uns befinden? Und dann die gleichen Worte. Mein Herr ist wütend, wie er noch niemals zuvor wütend war. Und er wird niemals wieder jemals so wütend sein, wie er jetzt ist. Und er erwähnte seine Lügen. In Sura al-An'am können wir darüber lesen. Als die Nacht über ihn hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Er sagte, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er, ich liebe nicht diejenigen, die untergehen. Als er dann den Mond aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er, wenn mein Herr mich nicht recht leitet, werde ich ganz gewiss zum irregehenden Volk gehören. Als er dann die Sonne aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr, das ist größer. Als sie aber unterging, sagte er, O mein Volk, ich sage mich von dem los, was ihm beigesellt. Diese Worte sprach er, a.s., um sein Volk etwas zu zeigen. Sie beteten die Sterne und den Mond und die Sonne an. Und diese Worte sprach er in einer Art Debatte darüber, dass diese Körper nicht die Schöpfer der Welt sein können. Zum Schluss sagte er dann, O mein Volk, ich sage mich von dem los, was ihr ihm beigesellt, um ihnen zu zeigen, dass es nur einen Schöpfer geben kann. Trotzdem, auch wenn er a.s. diese Worte zum Zwecke der Dauer zu seinem Volk aussprach, für ihn bleiben sie eine Lüge. Und er ist verängstigt darüber, am Tage der Auferstehung, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Nefsi, Nefsi, meine Seele, meine Seele. Geh zu jemand anderen, geh zu Musa, und sie kommen zu Musa. Und sie kommen zu Musa, und sie sagen, ja, Musa, du bist der Gesandte Allahs. Allah gab dir die Botschaft, und er sprach direkt zu dir. Kannst du bitte für uns ein Wort bei deinem Herrn einlegen? Siehst du nicht, in welcher schrecklichen Situation wir uns befinden? Und noch einmal die gleichen Worte. Mein Herr ist wütend, wie er noch niemals zuvor wütend war. Und er wird niemals wieder so wütend sein, wie er jetzt ist. Und ich tötete eine Seele, ohne dass es mir befohlen wurde. Und wir lernen darüber in Sura Al-Qasas. Und er betrat die Stadt zu einer Zeit, als ihre Bewohner unachtsam waren. Da fand er darin zwei Männer, die sich bekämpften. Der eine von seiner eigenen Gruppe, der andere von seinen Feinden. Da rief ihn derjenige aus seiner Gruppe zu Hilfe gegen denjenigen, der von seinen Feinden war. Dann schlug ihn Musa mit der Faust und brachte ihn so um. Er sagte, das gehört zum Werk des Satans. Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind, der in die Irre führt. Nafsi, Nafsi, meine Seele, meine Seele. Mit anderen Worten, lasst mich in Ruhe, ich weiß selbst nicht, was ich tun soll. Geht zu Isa, Jesus, Sohn der Maria a.s. Und sie kommen zu Isa a.s. und sagen, ja, Isa, du bist der Gesandte Allahs und du sprachst zu den Menschen, als du noch ein Säugling warst. Und du bist das Wort und der Geist von Allah, der auf Maryam a.s. herabgesandt wurde. Bitte lege ein Wort für uns bei deinem Herrn ein. Siehst du nicht, wo wir sind? Und er sagt, mein Herr ist so wütend, wie er noch niemals zuvor wütend war. Und er wird niemals wieder so wütend sein, wie er jetzt ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und er erwähnte keine Sünde. Nefsi, Nefsi, meine Seele, meine Seele. Jeder der Propheten erwähnte eine Sünde und sagte daraufhin, meine Seele, meine Seele. Bis auf Isa alaihi wasallam. Warum erwähnt er denn keine Sünde? Wovor hat Isa a.s. am Tage der Auferstehung am meisten Angst? Wir wissen, wovor er sich am meisten fürchtet. Es ist nicht das, was hier im Diesseits geschah, sondern es ist das, was am Tage der Auferstehung selbst passieren wird, was ihm die größte Angst bereitet. Denn so viele Menschen werden an diesem Tag denken, dass er für sie Rechenschaft ablegen wird.
Und Allah ist wütend auf diejenigen, die geglaubt haben, Isa al-Islam ist der Sohn Gottes, der für sie sprechen wird. Geh zu jemand anderen, geh zu Mohammed. Und sie kommen zu mir und sie sagen, ja Mohammed, du bist der Gesandte Allahs, das Siegel aller Propheten. Und Allah vergab dir alle Fehler, die vorher waren und die nachher kamen. Kannst du bitte ein Wort für uns bei deinem Herrn einlegen? Siehst du nicht, in welcher schrecklichen Situation wir uns befinden? Und so werde ich vormarschieren. Und ich gehe, bis ich unter seinem Thron stehe. Und ich gehe, bis ich unter seinem Thron stehe. Dann werde ich mich vor meinen Herren niederwerfen. Und Allah wird mir einen Weg offenbaren, ihn anzubeten, der niemals einem Menschen offenbart wurde. Und es wird zu ihm gesagt, ja Mohammed, erhebe dein Haupt. Frag und es wird dir gegeben. Sprich und dein Wort wird erhört. So erhebe ich mein Haupt und ich sage, mein Herr, meine Umma, meine Umma. Was waren die Worte aller Propheten? Meine Seele, meine Seele. Unser geliebter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wird sagen, Ummati, Ummati, meine Umma, o Allah, meine Umma. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, ja Muhammad, lass diejenigen von deinem Volk, die keine Abrechnung auf sich tragen, ins Paradies von der rechtesten Tür hineintreten. Möge Allah uns zu denjenigen gehören lassen, die am Tage der Auferstehung ohne Abrechnung eintreten können. Allahumma amin. Und dann beginnt Yawm al-Qiyamah, dann beginnt die Abrechnung.